Ich möchte dir heute zeigen, wie du ganz, ganz easy Coins machen kannst, indem du in die richtigen Spieler investierst. Und welche das sind, das schauen wir uns gleich an. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Trading Tipp bzw. Investment Trading Tipp. Ja, ich habe ein paar Spiele herausgefunden bzw. herausgesucht, in die man im Moment extrem gut investieren kann. Ja Leute, man kann damit so einfach Gewinn machen und ich würde euch echt raten, einfach in diese Spieler zu investieren. Das ist jetzt kein richtig, richtig hohes Investment, also das sind jetzt keine Spieler, die irgendwie 100.000 Münzen kostet, in die ihr investiert, sondern die kosten alle so 2.000 Münzen circa und von dem her ist das auf jeden Fall eine richtig nice Sache. Und wir schauen uns direkt mal den ersten Spieler und meiner Meinung nach auch den besten Spieler an, in den man im Moment investieren kann. Und zwar, ja, kannst du in diesen Spieler investieren. Und zwar ist das Aduris. Und zwar kostet der einfach nur so, ja, 2000 Münzen circa. Ihr seht es hier, 2100 Münzen für eine 84er Karte. Das ist schon extrem wenig. Und wenn ihr ein bisschen sniped, bekommt ihr diese Karte noch günstiger. Ich habe ihn hier für 1800 Münzen bekommen. Und man kann ihn dann auch einfach hier so wieder reinstellen für 2800 Münzen circa. Das ist überteuert verkaufen. Das funktioniert auch sehr gut. Aber dazu wird vielleicht demnächst noch ein weiteres Video kommen. Aber was wir jetzt machen, wir geben den auf die Transferliste und warten so lange, bis eine passende Squad-Building-Challenge rauskommt. Ja? Welche Squad-Building-Challenges meine ich? Ich meine zum Beispiel 84 plus TDW-Challenges oder Challenges, wo man einfach ein 83er Rating bei der Mannschaft braucht oder ein 84er Rating, zum Beispiel bei der Player of the Month Mané SBC, die bald kommen wird höchstwahrscheinlich. Da braucht man dann eben solche Spieler wie Aduris und das heißt, die steigen im Preis extrem an. In FIFA 17 war das immer der Fall, dass dann eben bei solchen SBCs 83er und 84er extrem gestiegen sind, auch 82er teilweise, und deswegen kauft ihr die eben jetzt ein, weil jetzt denkt halt keiner daran. Und falls ihr euch jetzt fragt, wann genau ihr die Spieler verkaufen sollt, das kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch einfach nur sagen, wenn eben so ein SBC da ist. Wann die SBC genau kommt, das kann ich euch halt nicht sagen, weil ich es einfach noch selber nicht weiß, beziehungsweise weil EA sowas ja noch nicht bekannt gibt vorher. Aber wenn sie dann eben sozusagen rauskommt, dann müsst ihr die Spieler verkaufen. Also wenn ihr irgendwie bei den SBCs reingeht und dann seht ihr, okay, plus 84 SBC, dann müsst ihr eure Spieler verkaufen, beziehungsweise schaut einfach mal nach, yo, ist mein Spieler gestiegen, und dann wird er gestiegen sein und dann macht er einen sehr nicen Gewinn. Also wir haben hier gesehen, für 2200 circa bekommen wir ihn eigentlich, aber mit ein bisschen Snipen kann man da eben auch viele Coins sparen. Das heißt, ich würde euch empfehlen, falls ihr investiert, snipet die ein bisschen, dann spart ihr euch da auf jeden Fall einige Coins. Und wir holen uns hier eben den nächsten Aduris, packen den einfach auf die Transferliste. Und ja, das ist eigentlich auch schon der Trading-Tipp an sich. Das Ganze geht natürlich auch mit 83ern. Der beste Spieler dafür ist in meinen Augen Carvalho. Und zwar kostet der so 1000 Münzen circa, 1100, 1200, ja okay, vorher war er gerade noch ein paar Mal für 1000 Münzen drinnen, mal schauen, ob wir ihn jetzt so bekommen würden, ja, ich snipe einfach mal ganz kurz, okay, ja, wir gehen hoch auf 1100, ja, für 1100 ist er hier zu haben, 83er Rating dieses Jahr, und das ist eben genau dasselbe Investment, nur dass hier noch weniger Risiko vorhanden ist. Es ist eigentlich bei beiden Trading-Methoden kein Risiko vorhanden, muss man eigentlich eh so sagen, denn ein 84er wird eigentlich nie unter 1800, 1900 sinken, das ist eigentlich fast unmöglich. Und deswegen ist das sozusagen auch eine No-Risk-Trading-Methode, würde ich fast sagen. Hier holen wir uns direkt den nächsten Carvalho. Einfach wirklich versucht, 83er, 84er günstig zu bekommen. Und ich denke mal, ihr habt das Prinzip verstanden. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt mir die gerne in den Kommentaren. Und wie gesagt, ihr könnt die Spiele auch snipen. Ich zeige euch jetzt noch ein, zwei weitere Spiele und dann war es an sich auch schon wieder. Und ja, dann haben wir hier auf jeden Fall den Falcao zum Beispiel noch für 2300, 400 sowas. Ja, 2500. Also ihr seht schon, ein 84er, der schon ein bisschen mehr kostet. Also Aduris ist da wirklich irgendwie die Ausnahme. Der kostet wirklich wesentlich weniger als die anderen Karten. Zum Beispiel Dzeko kostet, ja, 2400. Aber Aduris zum Beispiel bekommt ihr auch für 2000 Münzen. Aber hier einen Dzeko für 2200 nehme ich gerne noch mit. Ist auf jeden Fall auch jetzt schon an sich ein Gewinn. Den könnte man locker wirklich, wie gesagt, für 2900 oder so verkaufen. Der würde auch weggehen, ja. Den packen wir jetzt auch noch auf die Transferliste. Und wir selbst gehen jetzt noch mal kurz auf die Kandidatenliste drauf. Und zwar möchte ich da schauen, welche Karten ich da noch hatte. Ja genau, Lopez war noch eine Karte, die ich euch zeigen wollte. Und zwar ist Lopez auch extrem günstig für einen 83er. Und zwar gehen wir da direkt mal rein. Lopez, und zwar müsste das der hier sein. Der hier, ja. Der kostet so circa 1000 Münzen, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Ja, 900 Münzen, 750.
Wir haben den gerade bekommen für 750 Münzen, ein 83er Spieler für 750 Münzen. Da könnt ihr gar keinen Verlust machen, denn der kann ja gar nicht unter 700 Münzen fallen, da das ja sein Abschlusspreis ist, wie ihr hier sehen könnt, 664 Münzen. Das heißt, ihr macht sowas von einen sicheren Gewinn und ihr habt überhaupt kein Risiko dabei. Die packt ihr dann einfach in den Verein oder eben auf die Transferliste, die Spieler. Und ihr seht schon, Lopez ist vielleicht sogar der Beste. Ja, der Beste mit Aduriz zusammen. Also die beste Investition mit Aduriz zusammen. Und ja, Freunde, das ist jetzt an sich der Trading-Tipp gewesen. Falls er euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls du neu auf meinem Kanal bist, kannst du natürlich gerne auch ein Abo dalassen. Und ansonsten war es das mit dem Video. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Ich habe auch mein Setup und so natürlich jetzt verlinkt für euch. Und dann war es das mit dem Video. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.